Komfort. Taste. Standard. 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 Klappen bleiben zu. Fahren mit D. Komfort, fahren mit S. Taste Standard, 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 Standard. Trotz S bleiben die Klappen zu. Taste liefert keinen Sport. Programm Auto. Taste Standard. 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 Klappen bleiben zu. Fahren mit Auto und D. Auto umschalten in S. Fahren in S. Fahrprogramm Auto S
Taste. Standard. Sport. Standard. Sport. Standard. Nochmal fahren. Auto ist wieder leise. Rückweg werden wir die Klappen wieder öffnen. Auto in S, Klappen offen. Laut wie gewohnt. Klappen jetzt wieder auf Standard. Umschalten auf Dynamic. Deprogramm. Fahren. Man hört trotz D sind die Klappen bereits offen. Standardeinstellung bei Dynamic. Wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin. Wir werden die Taste jetzt auf dem Rückweg nochmal betätigen. Jetzt ist es wohl Standard. Also Rückweg jetzt mit Klappen zu. Trotz Dynamic. Normal leise, aber eben erhöhtes Drehzahlniveau. Ich werde jetzt die Klappen öffnen, nochmal die Strecke fahren und danach machen wir einen Warmstart mit Fenster runter. Klappen auf, immer noch in Dynamic. Ich mache den Motor jetzt aus. Das ist jetzt so das Szenario Tankstopp.
Da war ein Warmstart bisher immer sehr laut. Ich mache die Fenster jetzt runter und mache einen Warmstart. Das ist leiser als früher. Das Knallen ist immer noch da. Und jetzt fahren wir mal los. Es fühlt sich leise an. Ich drücke jetzt einmal die Taste. Standard. Ich drücke jetzt wieder die Taste. Standard. Ich drücke nochmal die Taste. Standard. Das ist das Szenario, wenn man von der Polizei angehalten wird. Man macht dann den Motor aus, weil man ja höflich ist im Gespräch. Und dann bitten sie einen, den Motor zu starten, weil sie eine Lautstärkemessung machen wollen. Und dann werden sie einen wahrscheinlich auch bitten, weil die Messwerte jetzt so leise sind, mal diese komische Taste zu drücken. Das Auto wird nicht lauter. Genau das will man haben. Ich bleibe jetzt stehen und ticke nochmal die Fahrmodi durch. Eigentlich brauche ich bloß die Auswahl machen. Ich gehe kurz auf Komfort. Gehe wieder auf Dynamic und man hört sofort, er ist lauter. Jetzt fahren wir nochmal eine Runde. Ja. Das ist alles genau so, wie Audi das Verhalten beschrieben hat. Kann man mit offenen Klappen in D fahren auf Dynamic, alles wie früher. Zwei wesentliche Veränderungen, wie von Audi beschrieben, in Komfort sowie im Auto mit der Getriebeeinstellung D sind die Klappen nicht zu öffnen. Und nach einem Warmstart, egal was man vorher eingestellt hatte, es wird zwar nach dem Warmstart weiterhin angezeigt, aber die Klappen sind zu und können auch mit der Klappentaste nicht geöffnet werden, bevor man das Fahrprofil wieder manuell ändert. Ganz wichtig für Kontrollen. Genau das will man eigentlich auch. Zumindest bin ich da sehr zufrieden. Genauso bin ich sehr zufrieden darüber, dass das Ding an der Tankstelle oder beim Brötchen holen oder so beim wieder losfahren nicht so laut losböllert. Das war too much. Noch lieber wäre mir da natürlich eine Brötchentaste gewesen, aber die gibt es ja bei Audi nicht. Zumindest ist mir das nicht bewusst. Ja, das wäre im Großen und Ganzen jetzt der Test. Innenaufnahmen mit einer kleinen Sony Kopfkamera. Ton außen über ein Sony Mikrofon am Heck. Und einen Field Recorder von Olympus, um vernünftigen Klang zu kriegen, möglichst gute Reproduktion des Geräuschs. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, was 30E3 angeht. Den großen bösen Rückruf, der für mich keine Zähne hat und mich auch nicht ärgert. Er ist ein Feigenblatt und er ist vor allem für den Eigentümer sinnvoll, wenn die Polizei einen einhält. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis dann im Forum. Ciao. Der eine wichtige Test noch, der gefehlt hat. Auto anlassen, findet sich ja dann im Zustand Klappen zu. Ein bisschen nach. Wir wissen, Klappen sind jetzt zu, Standard, nur Standard. Jetzt fahren wir los und gucken uns an, was bei starker Beschleunigung passiert.
So, jetzt haben wir die Gerade hier. Jetzt werde ich das Gas mal stark durchtreten. Die Klappen gehen auf bei entsprechender Last. Erstmal vorsichtig an den Radfahrern vorbei. So, 3000 Umdrehungen. Ich beschleunige jetzt mal progressiv. Man hört die Klappen öffnen, wie vorher bereits. Auch das ist alles nach Serie. Insofern muss man sich um den Motor, Ventile, Turbolader keine Gedanken machen. Der Abgasgegendruck wird weiter durch die Klappen möglichst niedrig gehalten, ab einer bestimmten Last. Das wäre es jetzt aber wirklich. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.